Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mich gefunden hast. Mein Name ist Jasmina. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein kostenloses Abo da lässt. Damit würdest du mich sehr unterstützen, denn ich würde mir sehr wünschen, dass wir bis Weihnachten die 2000 Abonnenten knacken, denn dann gibt es auch eine super tolle Verlosung für euch. Ihr Lieben, ich habe heute ein Wunschvideo und wenn du auch Wunschvideos möchtest oder irgendwelche Ideen. Wenn ich sie umsetzen kann, mache ich sie gerne, wenn es möglich ist. Wenn es manchmal nicht möglich ist, dann entschuldige ich mich. Aber solche Sachen wie zum Beispiel, zeig mal deine Favoriten, zeig mal deinen DM-Haul, zeig mal einen Live-Haul und, und. Sowas mache ich natürlich liebend gerne aus. Es sind solche Sachen, wo ich mir denke, gut, das ist ein bisschen unmöglich, ja. Aber ihr könnt mir öfter solche Vorschläge in den Kommentaren schreiben oder auch per E-Mail oder per Instagram. Alle Kontaktdaten werde ich euch unten in der Infobox setzen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los, denn dieses Video wird ein richtig, richtig langes Video. Ich habe mir wirklich alles geschnappt aus dem Bad, aus den Schränken, was ich wirklich immer, immer wieder auch nachkaufen werde. Ihr Lieben, ich würde sagen, fangen wir an mal mit der Pflege. Ich habe seit neuestem Neutrogena Hydro Boost entdeckt. Diese Lotion habe ich immer, immer bei DM, bei Müller, immer gesehen. Ich habe diese Body Lotion nie beachtet. Aber, jetzt kommt das Aber, dann habe ich auf Instagram eine ganz, ganz nette junge Dame kennengelernt. Die zeigt immer alles über Skincare. Ich glaube, ihr Kanal heißt Skinmythic auf Instagram. Da zeigt sie immer die verschiedensten Sachen, wie zum Beispiel Tagescreme, was ist für trockene Haut, was ist für Neurodermitis neigende Haut und, und. Also ich glaube, sie ist Skinmythic, ne? Und sie macht immer so Stories, zeigt sie in ihrer, postet das und hat immer nebenbei, wenn sie etwas erzählt hat, eine Storytime-Geschichte, hat sie immer wieder ihre Sachen gepostet, was sie verwendet. Diese Creme wurde bei ihrem Kommentar 50 Mal, 30 Mal, jedes Mal wurde diese Creme gelobt, wo ich mir dann auch gedacht habe, das muss ich einmal testen, wenn das so gut ist. Allerdings gibt es eine neue Verpackung und zwar steht hier neue Verpackung und das ist scheinbar noch die alte Verpackung. Jetzt weiß ich nicht, ob die neue Verpackung genauso gut ist wie die andere. In ihrem Video hat sie auch gesagt, dass die neue Verpackung ein bisschen mehr besser gemacht worden wurde. Wie gesagt, ich kann es euch leider nicht sagen, bevor ich die neue Verpackung nicht getestet habe. Falls ihr diese Verpackung seht, Hydroboost, ja, das ist drinnen, das ist eine intensive Pflege mit Aquacreme. Ich habe es meiner Freundin empfohlen. Sie hat sich das sofort gekauft, weil sie richtig gut ist. Und sie hat sich auch den Hyaluron Booster Serum gekauft, was ich auch gut finde. Aber diese Creme ist wirklich top. Also meine allerliebste Creme zurzeit ist diese von Neutrogena. Und das ist eine Hyaluronaminsäure-Elektrolyte-Ceramide Aquacreme parfümfrei für trockene Haut. Sofort 6-mal mehr Feuchtigkeit spendet. Wie ich diese Creme aufgetragen habe, diese Creme, hast du irgendwie das Gefühl, dass da so Wasserwolken auf deine Haut sind. Also richtig gut. Also das ist meine Nummer 1 und die kostet nur 9,95 € und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte gerne mal auch diese Creme ausprobieren. Diese Creme ist mehr so eine Lotion-Gel-Creme. Schaut mal her, das ist mehr so eine Gel-Creme. Und wenn man die einreibt, zieht sie schnell ein. Und was mir an dieser Creme gefällt, sie hat einen frischen Baumwollenduft. Ah, das ist so angenehm, das riecht so wie dieses Lenore für die Wäsche. Das ist so angenehm und das Schönste ist, sie ist richtig schön gelig und genauso schön ist auch diese Creme. Also richtig schön. Leute, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, schnuppert's, macht's da auf. Schnuppert's mal an der Creme, vielleicht hat's eure Freundin, vielleicht gibt's mal einen Tester, schnuppert's einmal. Das ist eine richtig Pflege, wo aus mir Spaß macht, auch einzucremen. Also das ist zurzeit meine allerliebste Tagescreme und meine allerliebste Body Lotion. Das ist in einer Gelform, inspiriert von der Gesichtspflege. Also die haben das gesehen, dass das so gut ging, haben dann diese gemacht. Also diese zwei Sachen würde ich, wenn sie leer gehen, jederzeit nachkaufen.
Sie riecht einfach so gut, so richtig so nach frischem Wasser, Baumwolle. Also, I love it. So, wenn wir schon bei Pflege sind, hat sich bei mir bei den Ampullen nichts geändert. Meine allerliebste Ampullen sind die von Babor. Also ich zeige euch diese Hydrolonic Addict immer wieder. Das ist ein Plumping, das ist Hydrating. Ich habe sie jetzt im Douglas Adventskalender wieder bekommen. Und ich sage euch Leute, der Douglas Adventskalender 64 Euro, die kosten alleine schon 30 Euro. Also ich habe schon den halben Adventskalender, habe ich mir schon quasi gerettet mit dem. Ich werde jetzt immer wieder auf die Stories die Adventskalender-Sachen testen. Da werdet ihr immer wieder sehen, wie ich die Sachen finde. Da könnt ihr immer entscheiden, kaufe ich sie oder nicht, die Adventskalender. Aber das sind Sachen, man gibt es drauf. Du merkst richtig, wie deine Haut aufgepolstert ist. Wenn man jetzt ein Event hat oder auf einer Geburtstagsparty, man sagt, denkt sich, SOS, ich muss heute gut ausschauen. Dann nehme ich mir sofort eine Ampulle. Das Gesicht wird gleich glowiger, das Gesicht wird praller. Und das ist so eine 7-Tage-Ampulle und die Leute, die verwende ich in 2 Tage. Also die mache ich in der Früh und am Abend, weil es für mich persönlich zu viel ist. Aber das tut gleich Plumping machen, das Gesicht aufpolstern. Also es ist wirklich etwas, wo ich sage, SOS, Dr. Babo, kann ich euch empfehlen. Wenn man ab und zu so eine Kur macht, wird die Haut super toll versorgt und die Haut wird einfach aufgepolstert. Da ist nämlich ein Power Serum drinnen. Also wenn ich euch sage, diese Ampullen sind für mich noch immer die besten. Wenn ich irgendwann mal andere kennenlernen sollte, die gut sind, werde ich sie euch zeigen im nächsten Favoritenhaul im Jänner oder Dezember. Aber bis jetzt sind die besten Ampullen. So, dann kommen wir zum Deodorant. Deodorant ist natürlich auch sehr wichtig. Ich kaufe mir natürlich sehr viele Deodorant, weil ich auch sehr gerne viele teste oder im Sommer zwischendurch auch einmal sprühe. Mein absolutes Nummer 1, was ich seit 10 Jahren nachkaufe und ich habe nie nach Schweiß gerochen oder unangenehm, ist von Nivea das Dry Comfort. Ich habe sehr viele von Nivea getestet, einmal mit Reismilch, einmal mit Antitransparent gegen Black und schwarze Kleidung und. Aber dieses Dry Comfort kommt den anderen, kann es nicht mal das Wasser reichen. Ich habe mit anderen wirklich nach 8 Stunden wirklich einmal unangenehm gerochen, aber mit den Dry Comfort 72 Stunden habe ich es bis zum nächsten Tag eben zum Mittag noch ausgehalten, wenn es heiß ist im Sommer, dass ich nie unangenehm gerochen habe. Also das ist etwas, wo ich wirklich sage, das ist wirklich ein Wunder. Kostet 2 Euro bei uns in Österreich und es ist ein Wunder. Deswegen würde ich das nie umtauschen gegen nichts der Welt. Leute, 10 Jahre, was soll ich euch sagen? Und es haben einige schon mal getestet, weil sie auch das Problem gehabt haben, dass sie dann so unangenehm gerochen haben nach der Achsel oder so. Und die haben zu mir gesagt, das stimmt. Also ich habe wirklich den ganzen Tag nicht nach Schweiß gerochen. So, also dann, wenn ich mich entscheiden müsste, Nagellack. Mein absoluter Lieblingsnagellack ist seit letztem Jahr Seitenadventskalender von Essie, die Essie Nagellacke. Ich habe viele Nagellacke, weil ich probiere, weil ich teste. Deswegen mache ich auch YouTube, weil ich auch so viel teste, dass ich das auch zeigen kann und testen kann. Und ich würde es ja sowieso auch kaufen, auch ohne, dass ihr jetzt da seid. Ne? Zeige ich das und mache auch gerne vielleicht Leuten noch einmal ein paar Tipps, denn auch ich schaue mir andere Kanäle an und ich höre mir manchmal Tipps. Und seitdem ich diese Essie Nagellacke kenne, habe ich 3., 4. Tag noch immer meinen Nagellack oben. Also der hat erst angefangen zum Splittern, erst beim 3., 4. Tag. Die kosten zwar 10 Euro oder 12 Euro, aber Leute, mir ist lieber, ich kaufe mir einmal den Essie Adventskalender oder einmal meine Lieblingsfarben und dafür bin ich 4 bis 5 Tage wirklich, weiß ich da, außer es trocknet nicht schnell und du kommst irgendwo an, ja. Aber wenn du alles richtig machst, Topcoat noch rauf gibst und richtig gut trocknen lässt, ich sag's euch Leute, 5 Tage Minimum, dass da irgendetwas splittert oder was. Also ja, da müsst schon schwerst Arbeit machen, dass man sagt, da splittert was oder etwas. Also bei mir halten die 3 bis 4 Tage. So, dann mein nächstes Lieblingsprodukt ist, was ich durch eine ganz lieben Zuschauerin kennengelernt habe,
ist von Dove dieses Creme-Peeling. Ein Creme-Peeling für den Körper. Es ist nicht so wie diese Creme-Peeling, was man von der Tube kennt. Nein, Leute, ich zeige es euch gleich. Es ist. Schaut euch einmal das an. Leute, das ist so cremig, das ist so zart. Und dann, wenn man anfängt zum Schrubben, dann kommen diese ganzen schönen Peelingkörner im Einsatz. Also, ich habe viele Peelings in meinem Bad stehen, aber dieses Creme-Peeling ist mit Abstand für mich persönlich das Beste. Erstens kostet es einmal knappe 5 Euro. Du hast drinnen 225 Milliliter. Ihr kennt's, Dove ist zart, riecht gut, ist wirklich eine gute Marke. Und es riecht nicht so aufdringlich, es riecht aber auch nicht nach gar nichts. Es ist ein richtig schönes Peeling. Also Leute, wenn ihr euch das einmal kauft und getestet habt, dann schreibt es mir gerne mal an und sagt mir Bescheid. Denn ich kenne ein paar Leute, die davon schwärmen. Und ich kenne auch ein paar, die mir das auch empfohlen haben. Aber ich bin an diesem Peeling immer vorbeigegangen. Aber seitdem ich das getestet habe, ich liebe es. Ich weiß, in Amerika gibt es sogar auch mehrere Sorten mit Kokos und so. Bei uns habe ich leider nur zwei Sorten gesehen. Aber ja, dieses Creme, wirklich, also ihr werdet es nicht bereuen. So, mein zweites Lieblingspeeling, wenn ich ein Zuckerpeeling will, ist eindeutig das M'Asam. Es schaut leider ein bisschen schon dementsprechend aus. Das M'Asam hat das beste Zuckerpeeling, was ich je gesehen habe. Boah, schaut euch mal an, wie das gut riecht. Das schaut schon so fast aus wie Marzipan, würde ich sagen. Und dieses Vanille, was da drinnen ist, einfach ein Traum, Leute. Wirklich ein Traum. Das ist wirklich, also das Vanille, wer Vanille mag, kann ich es euch empfehlen. Aber es gibt auch andere Sorten, Chai Latte und das sind diese Zuckerpeelinge. Das riecht so gut, wie wenn ich jetzt im siebten Himmel wäre. Das riecht schon fast so gut wie Vanillekekse. Also wirklich, das sind meine allerliebsten Peelinge. Und es gab ein Peeling von Ritualist, ein Creme-Peeling. Das habe ich auch sehr gefeiert. Aber dieses Peeling habe ich schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Aber dieses Creme-Peeling und dieses Dove können sich die Hände halten. Also wirklich, die beiden sind so ähnlich von der Qualität her. Und das kostet um die Hälfte weniger von Dove. So, ihr Lieben, dann kommen wir zur Kategorie Abschminken. Ich habe so viel Abschminksachen in meinem ganzen Leben probiert, also wirklich vieles. Ich habe wirklich sehr wenig probiert Reinigungsmilch, da muss ich mich noch mal besser durchtesten. Aber ich habe jetzt etwas gefunden, was ich wirklich über alles liebe. Seit ein paar Monaten ist das schon bei mir. Ich habe weder Augenprobleme, ich habe weder Rötungen, das Make-up geht wirklich runter. Ich werde mir jetzt auch noch mal dieses Reinigungsmousse von der Sorte kaufen. Da gibt es so eine Tube. Habe ich leider, glaube ich, ich habe, glaube ich, eines gehabt. Ich glaube, da gibt es noch etwas Drittes dazu. Ein Mousse, glaube ich, oder war das nur ein Reinigungsöl? Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, da waren, glaube ich, drei Sachen. Eines habe ich schon mal getestet. Und eines habe ich, glaube ich, noch nicht getestet. Also ich weiß nicht, das andere war richtig gut. Das war so wie ein Waschgel. Und das Reinigungsöl ist auch sehr gut. Ich komme sehr, sehr lange damit aus, mit diesem Pumpstoßer. Und ich glaube, das kostet 2,75 Euro. Und dieses Agranöl macht das alles schön runter. Und ja, das ist etwas, was ich liebe. Aber ihr Lieben, ich liebe noch etwas. Und zwar mag ich Abschminkbalsam. Ich mag diese Abschminkbalsam so sehr. Ich habe kein fixes Abschminkbalsam, weil ich mir das beim Chicken Max gekauft habe. Von der Marke Biobalance habe ich mir gekauft. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo man das kriegt. Ich müsste wirklich mal googeln. Aber seitdem ich dieses Brightening Cleansing Balm kennengelernt habe mit Vitamin C, liebe ich diese Abschminkbalsam sehr. Sobald ich ein Abschminkbalsam habe, wo ich sage, es ist gut, werde ich euch es in den Favoriten das nächste Mal zeigen. Aber ich weiß leider nicht, ob ich das irgendwo noch kaufen kann. Ich muss wirklich schauen, das heißt Biobalance.
Back to the Natur. Ich schätze mal beim Amazon oder so. Wie gesagt, ich habe das beim TK Maxx bekommen für 13 Euro statt 20 Euro. Ihr könnt sehen, dass ich das wirklich komplett leer gemacht habe. Also ich finde das Produkt richtig gut. Ich werde mich jetzt noch durchtesten mit dem Abschminkbalsam und dann werde ich euch natürlich sagen, welche ich dann gefunden habe für mich. Aber das war richtig gut und wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich es auf jeden Fall nachkaufen. Ich weiß, bei Müller gibt es eines, das heißt Wish. Das habe ich mir noch nicht gekauft. Das ist jetzt so der Plan, was ich demnächst kaufen würde. Und wenn das Wish auch so gut ist wie dieses Bio, wie hat es geheißen? Bio Balance, ja, würde ich mir dann das Wish in den Favoriten reinlegen. Bei dem weiß ich nicht, ob das der TK Maxx kriegt, das ja nur ab und zu und dann kommt das ja wieder lange nicht. Also wie gesagt, also auf das liebe ich. Bei Abschminkbalsam werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Und dann werde ich schauen, dass ich einen Abschminkbalsam habe, wo ich weiß, ich kann hingehen im Geschäft und kann es mir kaufen oder vielleicht auch bestellen. So, ihr Lieben, dann kommen wir zur Maske. Meine absolute Lieblingsmaske ist von Action diese Goldmaske wegen dem Material. Also ich liebe diese Maske wegen diesem dicken Material. Also nur wegen dem Material liebe ich sie. Ja, das ist etwas, wo ich sage, das ist eine Materialsache. Diese Goldmaske, die ist so dick, die kann man dehnen und machen, was man will damit. Die wird nicht kaputt und die ist einfach so angenehm, so wie ein Gummi auf der Hand. Also ich liebe die. Es ist eine Maske, die ich wirklich jedes Mal kaufe, wenn ich beim Action bin. Also es ist etwas, wo ich sage, I love it und kostet nur 99 Cent. So, meine absolute Lieblingsmaske ist von Dalton, das Pink Splash. Ich habe sie jetzt einmal testen dürfen durch eine liebe Zuschauerin, die hat mir ein Zuschauerpackchen geschickt und da war von Dalton eine Pink Splash Maske von Dalton. Diese Masken von Dalton sind jetzt nicht günstig, aber wenn ich mich aussuchen könnte und mir jemand sagt, du hättest jetzt ein paar Masken von Dalton, würde ich wirklich da hingreifen. Also diese Maske hat mich so sehr überzeugt von diesen Dalton, diese Pink Splash, das war wirklich ein Wahnsinn. Der Stoff alleine, das Material, du hast geglänzt, also das war wirklich etwas, wo ich wirklich sagen würde, wow. Ich habe noch eine Maske bekommen in Blau. Wie gesagt, wenn die auch so gut ist wie die Pinke, werde ich es euch natürlich berichten im Aufgebraucht. Aber Leute, diese Maske war richtig wow, die hat richtig das Gesicht zum Brightening gebracht. Also das war wirklich etwas, wo ich seit Jahren schon nicht so eine gute Maske gehabt habe. Ich habe aber eine günstige Alternative, die ich wirklich immer wieder mitnehme, wenn ich beim DM bin. Und zwar liebe ich diese Maske von Misha mit diesen Perlen. Ich weiß nicht warum, ich mag die einfach und diese Maske ist auch, also diese zwei Masken würde ich immer wieder kaufen, egal ob sie jetzt nicht mehr geben würde im Geschäft oder so, aber ich würde sie immer wieder nachbestellen bei Amazon oder woanders. Das ist einmal diese koreanische Misha und dann haben wir hier einmal diese Maske GM Sultan Cactus. Das ist made in Korea und Leute, meine absoluten Augenpads. Meine absolute Lieblinge sind diese von Made in Korea. Leute, diese Augenpads, diese Pads, die sind so dünn wie ein Gel. Du hast das Gefühl, du hast ein Hauch an nichts, ja? Also ihr Lieben, diese Maske, also mit Kaktus, das sind meine absoluten Lieblinge. Ich würde diese Maske kaufen, erstens einmal wegen diesem Brightening-Schein. Diese würde ich kaufen wegen dem Material, weil sie sich einfach wunderbar anfühlt und diese Mischermasken wären halt Nummer 2, aber auf jeden Fall, diese würde ich auf jeden Fall immer wieder kaufen im Action und im DM und in Müller, aber die Dalton ist wirklich die Nummer 1, also das sind so meine Favoriten, wo ich wirklich sage, ich kaufe sie wirklich jedes Mal, wenn ich beim DM bin, nehme ich mir immer so ein Backup mit. So, dann kommen wir zur Wimperndusche. Und Wimperndusche habe ich jetzt eine Lieblingswimperndusche. Und zwar ist die von Nabla. Diese Wimperndusche ist wirklich so gut, Leute.
Wir brauchen über das Packaging nicht sprechen, aber diese Wimperndusche von Nabla, schaut sich einmal diese Bürste an. Die macht so, so gute Wimpern. Wir werden sie auf jeden Fall testen in einem Full Face. Diese Wimperndusche und die Wimperndusche, was ich jetzt ein paar Mal gelobt habe, diese Bobbi Brown Wimperndusche, diese zwei Wimpernduschen sind für mich mit Abstand die besten Wimpernduschen, was ich dieses Jahr kennengelernt habe. Die Bobbi Brown nimmt jede einzelne Wimpern und tut sie so richtig schön formen, ja. Diese Wimperndusche macht einfach super schöne Volumen. Also das ist wirklich etwas, ja, wo ich wirklich nur sagen kann, wow. Also das sind meine absolute Lieblinge. Obwohl diese Essence-Wimperndusche I Love Extreme auch nicht schlecht ist, aber man merkt schon bei der Bürste, das schwingt einfach, das ist einfach wow. Ich weiß nicht, ob die schwarze jetzt eine andere Form hat oder einfach nur in der Verpackung ist. Da gab es auch mal eine schwarze mit so roten Augen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt für Volumen ist oder für wasserfest. Aber ich kann euch sagen, diese Wimperndusche ist einfach top. So, ihr Lieben, dann kommen wir zu meinen Lieblings-Make-up. Und zwar, ich zeige euch das immer wieder. Das ist von Revlon, das Photo Ready. Und zwar ist das in der Farbe 220. Eine Zeit lang hatte ich 120, weil das Problem ist, ja, wie heißt denn das? Dass die Farbe 120 ist ein bisschen heller. Die hatte ich immer im Winter. Das Problem ist, dass dieses Revlon wurde vom Piper weggelassen, dieses Photo Ready. Und ich hatte wirklich damals Panik gehabt und habe wirklich einige mir gekauft. Doch nach 2 Jahren sind auch die leer. Die kann man bei Amazon nachbestellen. Ich habe sie immer 120 oder 220. Da ich jetzt nicht so weiß bin, passt 220 für mich perfekt. Das ist etwas, wo meine Freundin auch gesagt hat, die kann ruhig mit der Estée Lauder Double Wear mithalten. So, ihr Lieben, dann habe ich noch etwas und zwar mein absoluter Lieblingsstift ist von Maybelline, das Brown Temptation Angel's Shaping. Das ist so etwas mit so einem dreieckigen. Ich habe das geliebt, weil ich ja keine Wimpern habe. Das ist ja nur Microblading und mit denen kann man richtig schön malen. Das Problem ist, dass das diese Wimperndusche, also dass es diese Augenbrauenstift nicht mehr gibt. Ich war extra im Outlet Center, habe mir jetzt eine mitgenommen. Ich hätte mir leider noch mehr mitnehmen sollen. Aber das Problem ist, dass es nur in diesem Braun war. Eigentlich bräuchte ich eine Spur dünkler, aber wenn ich mal so helle Make-ups mache, ist die auch nicht schlecht. Die malt für mich wirklich so am besten Härchen. Und das Schöne ist, sie verschmiert sich dann genauso, wie ich es brauche. Die macht nicht so viel kaputt bei den Augenbrauen. Die bleibt da, wo sie bleiben soll. Also für mich war das mit Abstand die beste und ich habe noch keine kennengelernt, wo ich sagen kann, die kann der das Wasser reichen. Leider ist die Farbe halb zu hell, aber sonst ist das für mich die Top, also die Top Augenbrauenstift, was ich je in meinem Leben getestet habe. So, ihr Lieben, ein Blush, was ich für mich neu entdeckt habe, ist von Catrice und zwar ist das dieser von ist dieser von der Catrice Limited Edition Wild Jungle. Ich liebe diesen Blush. Den gibt es bei Catrice jetzt auch in einer Tube. Ich zeige euch auch warum. Den schmiert man sich einfach so schön drauf und man hat einfach ein schönes, zartes Gesicht. Man schaut aus, wie wenn man von der Sonne geküsst ist. Also richtig schön, happy. Und das macht keine Flecken. Das ist einfach, das kann man schön verteilen. Das ist jetzt nicht so wie dieser Bones Blush. Schaut mal her, wie schön das ist. Man kann einen Touch nehmen, man kann auch ein bisschen mehr nehmen, so wie ich jetzt. Und schaut, man schaut gleich gesund und rosig aus. Wie gesagt,
Diese gibt es auch in so einer Tube. Ich weiß aber nicht, ob diese Tube mit der Farbe jetzt gleich halten kann. Aber ich weiß, dass es bei Catrice auch so einen Blush oder Highlighter gibt in einer Tube. Da müsste man wirklich mal schauen. Es gibt auch etwas Ähnliches von Maybelline in einer Tube. Das ist ein Cheek Blush. Müsste ich wirklich einmal schauen, wenn ich das nächste Mal beim DM oder Müller bin. Ob der Blush auch so gut ist wie der, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir einen Backup mitgenommen. Und zwar kann man die noch bestellen bei Purish, Cosmetic for Less. Also ich glaube, dass man die noch bekommt. Und schaut einmal her. Einfach super, oder? So, ihr Lieben, dann kommen wir zur Kategorie Lieblingsprimer. Und zwar, mein Lieblingsprimer ist von Elf. Leider wisst ihr alle, dass Elf bei Piper nicht mehr gibt und in Müller. Deswegen bestelle ich die meistens online. Ich habe jetzt noch Gott sei Dank noch zwei im Backup, was ich mag. Ich hatte einen mit Feuchtigkeit und einen gegen Rötungen, ja. Ja, aber mein absoluter ist dieses Mineral Blush. Das ist ein richtig schönes Silikonchen. Schaut mal her. Das ist ein richtig schönes Silikonchen. Und wenn man sich das zuerst reibt, man muss aber leider warten, 5 Minuten oder 3 Minuten, dass das schön einzieht. Und dann ist das richtig schön. Dann verbleibt das richtig schön. Und dann kann man richtig schön das Make-up draufgeben. Also ich sage euch einmal, diese von Elf sind richtig gut. Ich liebe auch den in Hydrating Face Primer. Das ist jetzt noch mein letzter. Aber ich sage euch, Leute, ich liebe diese Gelformingen also richtig sehr. Und ich habe jetzt ein neues Serum entdeckt von meiner Zuschauerin. Und zwar das Glow Reprise Watermelon Glow Drops. Und zwar ist das ein Highlighter Serum, made in Korea. Das ist so etwas Gutes. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas Gutes entdeckt. Und zwar fühlt sich das so schön an und so schön und gelig und cremig. Es riecht nach Kaktusfeigen, Wassermelonen. Also es ist einfach. Das riecht so gut und ich habe das schon ein paar Mal auch gesehen, dass das sehr viele auch bei Sephora bestellen und ja, also diese Sachen, glaube ich, gibt es bei Sephora. Also und das Schöne ist, das ist so richtig ein schöner Glow, 3D-Effekt, also I love it. Damals gab es ja so eine Maske von Dior, die war auch so schön in einem 3D-Effekt. Ich habe die geliebt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es die gibt, das sind jetzt schon seit 10 Jahren her. Schaut es euch einmal an, wie schön das ist. Also richtig schön. Ja, so ihr Lieben, jetzt kommen wir zu ihr wisst schon, jetzt kommen wir zur Kategorie Lidschattenpaletten. Bei Lidschattenpaletten kann ich euch leider nicht ich habe nicht mal eine einzige Lidschattenpalette, wo ich sage, das ist mein Favorite. Aber ich kann euch sagen, dass ich die kleinen Huda Beauty Paletten so feiere und so liebe. Erstens einmal habe ich 4 oder 5 Huda Beautys. Ich weiß ganz genau, wenn ich schminken möchte, greife ich zu Huda Beauty. Erstens einmal, Leute, ist die Qualität top. Ja, die Qualität ist wirklich top. Ich swatche jetzt euch einmal. Schaut euch mal an. Was will man bitte mehr? Die Qualität. Die Paletten sind super weich, die Paletten haben super tolle Farbpigmente, also diese Pigmentierung, die ist einfach da. Also ich liebe die kleinen Huda Beauty sehr, die großen finde ich ein bisschen umständiger. Die kleinen Huda Beautys liebe ich sehr, dann liebe ich Jeffree Star, also ich liebe meine Jeffree Star Paletten. Ich liebe sie, jede einzelne habe ich einen besonderen Bezug zu ihr. Und was ich auch sehr gerne mag, ist auch Nabla. Ich finde, das Nabla hat auch zum Beispiel, das war meine allererste Nabla, die ich einmal einer Zuschauerin, das habe ich, glaube ich, der Claudia abgekauft, ja. Sie hatte sie doppelt. Und ich finde, du greifst rein, schaut mal her, das ist Butter. Das ist für meinen Augen richtig Butter. Ich habe diese Farbe geliebt. Ich meine, ich liebe sie noch immer. Aber schaut euch ja mal das bitte an. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die anderen. Schaut es mal an. Ich weiß nicht, wie die anderen Nabla-Paletten sind. Das ist meine erste Nabla-Palette. Vielleicht werde ich mir irgendwann mal noch eine gönnen. Aber schaut euch ja mal an, wie weich das ist. Das ist butterweich.
Du fasst da rein, das Stoffmaterial, diese Konsistenz, es ist butterweich. Ich meine, die Huda hat gute Pigmentierung, aber Nabla ist etwas, wo du reinschaust, mal her, das ist butterweich, also das ist wirklich ein Traum ist das. Also das sind solche Lidschattenpaletten, die ich wirklich nie, nie hergeben würde oder verkaufen würde oder sonstiges, ja. Also das ist einfach ein Liebling. Natasha Denona kann ich jetzt nicht so viel mitreden. Ich habe eine kleine Palette von Natasha Denona und demnächst werde ich mir eine große, habe ich schon besorgt, also habe ich schon bestellt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die ist, aber auf jeden Fall kann ich dann auch mitreden, wenn ich dann schon ein paar Mal was getestet habe. Viele schwärmen ja von Natasha Denona. Ich kann euch sagen, nur das, was ich zurzeit weiß. Ich weiß, dass die Mini-Huda Beauty sehr gut sind für den Preis. Ich weiß, dass die Nabla, die eine, was ich jetzt da getestet habe, richtig, richtig weich. Ihr habt das gesehen, dieses Schimmer und das Ganze ist so richtig toll. Ja, was soll ich sagen? So, und wenn wir jetzt noch kommen zum Waschgel, habe ich ein Lieblingswaschgel von Stelvana. Und zwar ist dieses Rice Water Bright. Das ist ein Reiswatter Bright und zwar ist da nicht mehr viel drinnen. Schaut euch einmal an, wie das ist. Das ist so wie eine Muschel. Also das ist so wie 3D. Ich weiß, und wenn man sich das dann schön reibt auf dem Gesicht, geht auch das Make-up runter. Allerdings verwende ich es jetzt nicht für die Augen, weil es ein bisschen juckt. Aber das Make-up geht mit diesem Reiswatter Bright richtig gut runter. Und sobald das leer ist, kaufe ich mir auf jeden Fall ein Backup. Ich habe das richtig gut genützt. Ich glaube, ich habe das jetzt schon seit 5 Monaten in Anwendung und man kommt wirklich lange damit aus, ja. Weil ich tue ja nicht immer mit diesem Rice Water Bright, das ist ein Foaming Cleanser. Ich tue ja auch ab und zu auch nehme ich auch einmal ein Waschgel, je nachdem halb oder ein Cleansing Balm und so. Aber ich muss euch wirklich sagen, dass ich von dieser Konsistenz bin ich wirklich super toll begeistert und die Haut strahlt dann, bright dann. Also, I love it. Am liebsten würde ich mir den Stelvana Adventskalender kaufen, weil ich gesehen habe, dass da wirklich so tolle Sachen drinnen sind. Ich weiß nicht, was der kostet. 200, 150 Euro, aber es ist wirklich eine stolze Nummer. Also, wirklich. Also, da muss ich es mir wirklich überlegen. Aber das sind Sachen drinnen, wo ich wirklich sage, das zahlt sich richtig aus, bevor man da 3, 4 Tuben bestellt oder 4, 5 Augencremen. Dann könnte man sich auch einmal den Stelvana Adventskalender gönnen. Und ich glaube, der hat einen Warenwert, glaube ich, auch einen hohen Warenwert. Ja, ihr Lieben, die anderen Sachen werde ich euch natürlich in einem anderen Video zeigen, denn wir sind jetzt schon seit fast halbe Stunde jetzt schon. Ich werde euch auf jeden Fall noch eine Kategorie machen. Und da werde ich ja wirklich schauen, dass ich dann auch Augencreme, Nachtcreme, solche Sachen, das werde ich euch auch noch alles reinpacken. Ich würde sagen, wir machen jetzt für den Teil 1 Schluss und der Teil 2 kommt dann übernächste Woche, würde ich sagen. Wenn euch das Format gefallen hat, wenn du ein paar Favoriten hast, wo du sagst, Lola, Jasmina, probier das, dann bitte schreib es mir in den Kommentaren. Dann mache ich das gerne, wenn es möglich. Bei mir ist auch im Budget. Natürlich muss ich auch schauen. Ich kann mir natürlich auch nicht alles leisten, aber wenn es möglich ist, dann schaue ich mir das gerne mal an. Ich würde sagen, ich beende jetzt das Video und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bussi Baba, eure Lola.